Good morning in the morning. Guten Morgen. Ja, heute geht es um das Thema, du bist schon wieder gespannt. Ich bin wieder gespannt, wie immer. Weltreise in der Rente. Oder wenn man Rentner ist. Aha. Kann man überhaupt da leichter auf die Weltreise gehen oder kostet es mehr oder wie ist es? Oder ist man zu alt? Oder ist man zu alt oder krachen die Knochen oder was macht man da eigentlich damit? Ne? Also das sind ja 1000 Fragen, ne, die man da so als Rentner hat. Also wir sind ja jetzt auch schon in der Rente. Ne? Sozusagen Frührentner? Wir sind sogenannte Frührentner. Wir haben uns einfach dazu entschlossen, unser ganzes Leben als Rente anzusehen. Ja. Ne? Ja, was willst du da jetzt dazu sagen? Schon, ja? Nee. Was ist uns denn überhaupt auf der 7-jährigen Weltreise aufgefallen? Gab es mehr junge Menschen, die unterwegs waren, oder Rentner? Ich würde sagen, es hat sich ziemlich die Waage gehalten. Würde ich auch sagen. Und ich fand auch, dass sich das andere auch ziemlich die Waage gehalten hat. Nämlich Menschen, die gerne gewesen wären, aber nicht auf Weltreise waren. Wir hatten ja dieses lustige Phänomen, dass wir viele jüngere Menschen getroffen haben. Die sagen, echt, ihr seid auf Weltreise, das ist ja cool. Wenn ich mal in Rente bin, dann mache ich das auch. Jetzt geht es halt nicht, weil ich habe zu viele Verpflichtungen, bin im Beruf eingespannt, habe meine Familie und so weiter. Aber wenn ich in Rente bin, dann mache ich das auch. Und dann haben wir ja viele ältere Menschen getroffen, die gesagt haben, oh, ihr seid auf Weltreise, ja. Ja, wenn ich noch jünger wäre. Ah, da könnte ich noch. Dann könnte ich noch, dann würde ich das jetzt auch machen. Aber jetzt, oh, ich habe Rücken. Ja. Ne, oder, ja, wir ja auch. Wir auch, ja. Ja, was hält dich davon ab? Musst du dich halt rausschleifen. Mhm. Ne, wie so ein Ochse. Und man muss ja sagen, also diejenigen, die dann gesagt haben, ach, scheiß drauf, ich mach das trotzdem, denen ging es ja deutlich besser. Also wir haben ja sehr, sehr viele Rentner tatsächlich getroffen, die auf Weltreise waren. Und wenig davon, die gesagt haben, oh, das war eine schlechte Entscheidung, wäre ich mal zu Hause geblieben. Wenn ich nur zu Hause geblieben wäre, dann würde es mir gesundheitlich deutlich besser gehen. Ja. Ganz klare Marktumfrage lag exakt bei 0%. Wollte ich gerade sagen, ja? Alles zusammengenommen, über den Daumen gepeilt, 0%. 100%ig. Also natürlich waren einige Rentner echt lustige Kerlchen, Kerlchininnen. Kerlchinnen. Kerlchinnen, die dann wunderbar hinten drauf so schöne Schriftzüge sich haben ausdrucken lassen. Ich verprasse nur das Erbe meiner Kinder. Ja, stimmt. Ja. Den fand ich immer geil. Der war nicht schlecht, ja. Dieses Geld geht nicht von mir weg und so weiter. Also das war schon sehr witzig. Mhm. Also was man gemerkt gehabt hat auch, das ist, dass die Leute haben uns ja unheimlich oft eingeladen zum Frühstücken oder dann abends zum Grillen oder einfach mal ihr Mobil auch anzuschauen. Und weil wir auch viel Interesse eben an diesen Mobilen hatten, wie sehen die aus, was kann man damit machen, wie lärmisolierend sind die. Weil die meisten Rentner waren wirklich halt einfach mit den Wohnmobilen unterwegs. Genau, ja. Und wir waren ja jetzt nicht auf den AIDAs oder sonst irgendwas. Da hat Scharnier ja sehr viele spannende Sachen erzählt. Das stimmt, ja. Also was ich fand, also was man schon mal so sagen kann, jetzt allein von dem, was wir wahrgenommen haben, ist, dass die Art und Weise, wie Menschen eine Weltreise machen, sich ja schon wandelt. Also wir haben ja zum Beispiel fast keine Rentner gesehen, die als Backpacker oder Low-Budget-Weltreisende unterwegs waren. Nee, also wirklich ganz, ganz selten mal welche, die wirklich mit dem Rucksack unterwegs waren oder dann noch in Zelten gepennt haben. Also da muss man schon sagen, also die Art und Weise, wie du als Rentner unterwegs bist, unterscheidet sich schon wirklich exorbitant. Ja. Wobei ich das aber auch, die zwei Paare, die wir getroffen hatten, die, was ja auch früher auch schon so Zeltvagabunden waren, stimmt, ja. Das fand ich nicht schlecht. Weil denen ging es noch besser als den anderen.
ich meine, die waren ja flexibel wie ein Gummiband. Mhm. Da waren wir ja neidisch drauf. Ne? Wir haben in der Früh Yoga gemacht und lauter so Zeug. Wir haben in der Früh unsere Knochen sortiert. Ich fand ja auch, oder finde das jetzt gerade auch so ein bisschen so auffällig, weil man hat ja oft so dieses Gefühl, ja, wenn ich dann im Zelt liege und ich habe eh schon Rückenprobleme und dann ist der Boden so hart oder so, ne? Und dann tut mir das alles nicht gut. Jetzt, wenn man jetzt mal so die was wir in der letzten Zeit rausgefunden haben, wenn du sagst, was es zum Beispiel für einen Unterschied macht, also dass man sich besser fühlt, nicht auf dem Sofa, sondern auf dem Boden zu schlafen und zum Beispiel kein Kopfkissen zu verwenden, dass sich die Wirbelsäule hinten nicht so abknickt, sondern dass der Nacken sich wieder ausrichten kann. Ja. Und da muss man ja sagen, das ist ja wirklich sogar förderlich. Es ist zwar im ersten Moment vielleicht nicht so bequem. Also wir hätten das ja auch selber nicht gedacht. Ich meine, erst wo wir jetzt Osteopressur und was der Geier nicht alles gelernt haben, und wir, oder vielmehr auch zu sagen, von 7 Jahren, du schläfst auf dem nackten Boden, jetzt plötzlich im Bett oder auf dem Sofa. Ja. Und dann zu sagen, boah, ich fühle mich so scheiße, ich habe den ganzen Tag Rückenschmerzen. Das war ja auf der Reise gar nicht. Das war auf der Reise nicht. Nee, ich fand, es war ja bei mir auch, dass man eigentlich sein ganzes Leben, wo man im Bett geschlafen hat, immer Probleme mit Rücken hatte. Jetzt legst du wirklich neben dein Bett deine dünne Thermarestmatte und pennst da drauf, dass dein Rücken wieder besser wird. Ja, ich meine, wie pervers ist das denn? Ja. Ne? Also das ist ja wirklich ein bisschen abstrakt. Also von daher gesehen finde ich das jetzt ambivalent, dass man jetzt sagt, okay, also als Rentner sollte man nur so und so unterwegs sein. Mhm. Das möchte ich jetzt nicht sagen. Und vor allem, was deiner Gesundheit dienlich ist. Ja. Nämlich von unten aufstehen zu müssen, bedeutet, dass du ganz andere Muskeln verwenden musst. Du musst die anderen, also du musst sie besser dehnen. Mhm. Und du hast andere Bewegungsmuster. Auch wenn es am Anfang schwerfällt, ist es so, dass du viel flexibler bleiben wirst. Ne? Also du hast auch ganz andere Muskelstrukturen und. Also das ist von dem aus gesehen jetzt, was wir da therapeutisch gelernt haben, viel, viel besser. Absolut, weil ein Problem ist ja tatsächlich, dass im Alter, oder viele Probleme, die im Alter so entstehen aufgrund, oder was man so hat mit Unflexibilität und so weiter, ist ja wirklich dieses Einrosten. Also man verwendet Muskeln auf eine bestimmte Art und Weise nicht mehr und denkt sich der Körper, na gut, dann muss man da auch nicht mehr... Ich muss ja nicht mehr arbeiten. Muss ja nicht mehr arbeiten, dann stellen wir das halt ein. Überlegt euch einfach mal das Diaphragma, was zur... Also euer Zwerchfell, was zur der Lungenbewegung da ist. Mhm. Wie häufig steht ihr so da? Weil ihr so schnell gerannt seid. Mhm. Oder einen Berg hochgegangen seid. Wie oft ist das? Und wann dehnt sich das Diaphragma? Ja, beim Ein- oder beim Ausatmen? Dehnen, würde ich sagen. Das ist eine gute Frage. Ja, ist eine gute Frage, ne? Ich hätte jetzt, also spontan hätte ich jetzt gesagt, beim Einatmen. Ja, und wenn ich so dumm frage... Dann ist es wahrscheinlich beim Ausatmen. Richtig, ja? Es ist beim Ausatmen. Und da wir aber nie an unsere Leistungsgrenze kommen, wird erstens der Herzmuskel nicht mehr trainiert und auch das Diaphragma dehnt sich nicht mehr, also es verkürzt. Aha. Und dadurch atmen wir immer flacher und noch flacher. Und irgendwann im Alter haben wir uns das so abtrainiert, dass das Diaphragma, was ist denn hier heute los, 30 Einwohner und so, ein Rambazamba, dass das Diaphragma sich so verkürzt hat, dass nur noch eine ganz, ganz flache Atmung möglich ist. Aha, das bedeutet, der Sauerstoff im Blut wird immer geringer und geringer, ne? Und dadurch sterben natürlich dann auch die Organe ab. Okay, das bedeutet, durch das, dass wir schlechte Atmer sind, beziehungsweise uns keine Herausforderungen stellen, weil wir sagen, oh, wir sind ja alt, wenn ich das mache, dann gehe ich nur kaputt. Ne? Also ich darf mich gar nicht mal so anstrengen, weil dann gehe ich kaputt. Ganz im Gegenteil. Ja. Ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich eine Botschaft, die müsste überall raus, dass die Leute lernen, mindestens einmal am Tag sich ordentlich auspowern, dass das Diaphragma sich auch mal wieder dehnt. Da gibt es einige Übungen, aber das sollte jetzt nicht dieses Video sein. Ja, das ist eigentlich nochmal ein anderes Thema. Rentnerfitness können wir ja auch nochmal ein Video drehen. Rentnerfitness mit Scharnier. Ja, das können wir auch nochmal machen.
Janine hat ja erzählt, also die hat ja in der Reisekrankenversicherung gearbeitet, bevor sie zu uns kam und im Altenheim. Und im Altenheim, genau. Das waren ja zwei interessante Quellen eigentlich. Ja, sie brauchte ja nur 3 Jobs, dass sie hier ankommen konnte. Also von daher gesehen, das war ganz entspannt für sie. Sie will das bloß immer nicht einsehen. Ich weiß auch nicht warum. Und auffällig war bei der Reisekrankenversicherung, dass überwiegend die älteren Herrschaften die Kreuzfahrtschiffe besucht hatten und darüber Weltreisen gemacht haben. Und auch wirklich mit saftigen Preisen, so 30.000, 40.000 Euro. Und dann gesagt haben, bevor es die bucklige Verwandtschaft kriegt, wenn ich über den Jordan gehe, dann genieße ich es nochmal richtig. Dann investiere ich das lieber mal in mich. Ja, ist auch vernünftig, würde ich auch so machen. Ganz viele, die auch dann ihren Partner verloren haben, aufgrund von Krankheit oder weil man ihn nicht mehr mochte. Beides kam da so vor. Und oh, dann, der ist dann wohl an Corona verstorben. So, was willst du jetzt machen? Also, das ist ja wirklich, das ist ja echt eine harte Nummer. Ne? Also, in dem Alter ist es halt auch, dass, also da gibt es ja so, oder ich sehe das so, es gibt wie so zwei Fraktionen dabei. Ja. Die einen zerbrechen daran, dass der Partner verstorben ist. Und die anderen leben so richtig nochmal auf. Ne? Die anderen leben auf. Ja. Und das hat jetzt aber nichts damit zu tun, ob man jetzt den Partner mag oder nicht. Oft hat es auch was damit zu tun, dass der Partner halt der Peiniger auch war oder die Partnerin. Und dass sie dann erst wieder so richtig aufleben, weil der Knecht Ruprecht halt einfach weg ist. Ja. Beziehungsweise es entstehen ja so Beziehungsmuster ja auch oft, wo man sagt, also der andere meint es ja vielleicht gar nicht böse, aber man schränkt sich selber aufgrund von Rücksichtnahme oder von irgendwas, wo man merkt, schränkt man sich ein, man passt eigentlich nicht wirklich zusammen, hat aber das Gefühl, ich will den anderen nicht verlieren, nimmt sich deswegen selber was weg und so. Absolut. Und das fällt halt alles ab, wenn der Partner dann weg ist. Und, ja, und da ist es so, dass also diese Kreuzfahrten unheimlich hoch im Kurs stehen. Janine hatte ja auch ein paar Mal, dass Leute sich wirklich für ein Jahr lang auch eine Kabine gebucht hatten, 295.000 Euro. Und ganz, ganz selten, aber das kam auch vor, das war nur 3 Mal, dass welche einen lebenslangen Platz gebucht hatten. Okay, krass. Und das hat zwischen, also wo du wirklich die Kabine auf Lebenszeit, solange dieses Schiff existiert, kaufst. Okay. Das kostet dann so zwischen 2 und 3 Millionen. Aha. Also dass es wirklich fest gekauft wird. Mhm. Das war zwar selten, aber gab's. Mhm. Und da ging es eben auch um die Langzeitreisekrankenversicherung dann, die ja auf 5 Jahre begrenzt ist und wie man das dann halt weitermacht in der Rente. Das größte Thema finde ich jetzt persönlich, wenn man sich jetzt als Rentner dazu entschließen möchte, auf Weltreise zu gehen, ist ja erstmal die Art und Weise. Will ich jetzt mit dem Fahrrad unterwegs sein, zu Fuß, möchte ich zum Beispiel Pilgerwege begehen, was ja für viele ältere Herrschaften ein riesengroßer Wunsch ist, mal zu sagen, einmal nach Santiago de Compostela laufen oder nach Fatima. Dann hat man ja dieses Thema, was ja eigentlich das Häufigste ist. Also das Häufigste muss man natürlich auch als Erstes sagen, ist einfach Wohnmobil. Wohnmobil, ganz klar, ja. Dann gibt es wenige, also deutlich weniger, aber auch nicht so wenige, die sich ein Expeditionsmobil anlachen. Das stimmt, ja. Wobei es in dem Alterssegment häufiger ist, dass sie sich nicht so für die Extremvariante entscheiden, also für diese eher LKW-ähnliche Variante, sondern sich halt auch zum Beispiel für so ein Bimobil interessieren, das so zwischen Allrad angetriebenes Wohnmobil eigentlich ist. Also, weil man sagt, man muss ja nicht mehr überall hin, aber man möchte schon das meiste auf der Welt sehen. Man wird ein bisschen ruhiger vielleicht. Ja, und auch, glaube ich, so ein bisschen mehr Komfort auch, was das Ganze bieten sollte. Ja. Also das ist jetzt so bei den Jüngeren, so dieses Vanlife ist ja oft sehr, sehr minimalistisch, wo du sagst, also, du schläfst eigentlich auf einer Bierkiste. Ja, so und kann man das ausdrücken. Das ist ja bei denen, habe ich das jetzt gar nicht wahrgenommen, sondern eigentlich ist ja schon immer, dass man sagt,
Man merkt auch, wenn man jetzt in diese Kisten reingeht, in diese Wohnmobile, in Amerika war ja das mit den RVs oder besser gesagt in Kanada, wo ich war, die hatten ja diese großen RVs, das sind ja riesen Schüsseln, wo dann Slide-Outs dabei sind. Die holen sich ja in der Rente im Endeffekt ein fahrendes Haus, was wir ja jetzt gerade auch mit diesem riesen Expeditionsmobil, was wir mit 18,75 Meter bauen. Aber das ist ja echt der Hammer. Wenn dann die Slide-Outs, also das sind praktisch solche Einbuchtungen in dem Wohnwagen und die fahren dann nach außen raus und dann hast du 4,50 Meter oder 4,80 Meter Breite. Ja, ja. Das ist ein Bombenhaus. Ne? Absolut. Ein Kühlschrank mit 240 Litern. Ja, das hatte ich ja nicht mal in meiner Wohnung. Nee. Ne? Fernseher so groß hatte ich den auch nie zu Hause. Also, ja. Das hat mich, also in Kanada, das hat mich unglaublich fasziniert. Diese Rolling Homes, also diese rollenden Häuser oder das rollende Zuhause. Und das ist schon nochmal so ein anderer Stil von Rentner, finde ich, wie jetzt von jungen Menschen oder von jüngeren Menschen, dass die einfach sagen so, vor allem in der USA finde ich das, da ist es ja mega krass. Ja. Da ist ja das der Lebenstraum an sich fast von jedem, einmal mit einem Rolling Home, also mit so einem rollenden Zuhause. Holla, holla, da reißt die Straße aber schön weg. Oh ja. Der nächste Regen wird spannend werden hier. Und das ist halt wirklich einfach... ja, wie will ich das nennen? Also, dass man sagt, okay, ich verscherbel jetzt meinen ganzen Dreck, meine Firma, alles und ich bin jetzt mit diesem rollenden Zuhause unterwegs und schaue mir alle Staaten in der USA an. Ja. Das ist ja auch, weil es so schön unbesiedelt ist. Ja, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner pro Quadratkilometer im Schnitt? Ich glaube 9. Ich weiß gar nicht genau. Kann sein, ja. Oder war es noch gering? Ich weiß es nicht auswendig. Irgendwas hatte ich mit 20 im Kopf, aber das ist dann ja auch mit Städten, glaube ich, sogar schon gerechnet. Mit Städten gerechnet. Oder wir haben es auch mal ohne Urbanisierung. Vielleicht blende ich es ein. Müssen wir nochmal nachschauen. Vielleicht blende ich es ein. Und das Spannende ist ja auch, also wenn du jetzt bei uns hier unterwegs bist, wird ja oft diese Frage gestellt, das kann ich mir eh nicht leisten, das ist ja eh viel zu teuer. Mhm. Und das halt, finde ich persönlich, auch diese Frage zu treffen, stimmt das? Man merkt ja, finde ich, dabei, dass es gibt ja zwei unterschiedliche Ansätze, ne? Ja. Und das eine, das ist so witzig, weil das eine ist ja eigentlich darauf gedacht, mehr Sicherheit zu haben, indem man sagt, man kauft sich ein Wohnmobil, behält aber sein Zuhause, sein festes. Ah, ja, ja, ja. Und das andere ist ja, man wirklich, wie du es gerade auch von den Amerikanern gesagt hast, man gibt eigentlich alles auf. Und zieht komplett ins Wohnmobil. Ja. Da ist natürlich erstmal der Moment so, oh Gott, dann habe ich gar keinen doppelten Boden mehr. Ne? Ja. Ich finde auch, das muss man differenziert betrachten, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also man möchte einmal in die Antarktis oder man möchte zum Nordpol mit so einem Eisbrecher unterwegs sein. Man möchte die Königspinguine sehen oder dann in Neuseeland die Gelbaugenpinguine oder mal mit den Walen oder mit den Delfinen umeinander hantieren oder vielleicht auch mal die Haie sehen, dann ist es ja immer so, das sind ja sehr, sehr teure Fahrten. Ja. Also es gibt ja von Studiosos oder von Wikinger, also diese Anbieter für die reservierten Leute auch, die viel Informationen beziehungsweise auch da studieren wollen, diese Länder. Und da ist ja der Tagessatz oder die Tageskosten unheimlich hoch. Ja. Und das stimmt. Das kannst du von deiner normalen Rente kaum leisten. Ja, ja. Da müsstest du schon wirklich eine echt fette Rente haben, in meinen Augen. Und anders wiederum, wenn du jetzt aber hergehst und sagst, du gibst dein Zuhause auf und sagst, ich habe jetzt ein mobiles Zuhause, wovon wir eben die Leute, die am glücklichsten waren oder am friedvollsten waren, wo wir die getroffen hatten, da muss man sagen, die haben sich pro Monat Geld gespart. Absolut. Man muss aber eine Sache dazu sagen, diejenigen, die das so gemacht haben, jetzt in ein Wohnmobil komplett zu ziehen, waren meistens sehr Camper-erfahrene Leute. Also die haben eigentlich ihr ganzes Leben immer schon... zumindest mal so in den Sommerferien und so immer wieder Campingurlaube gemacht. Waren auch mal so im Erwachsenenalter, waren sie dann schon mal unterwegs und das hat ihnen schon mal getaugt. Und dadurch haben sie eine gewisse Form von Sicherheit generiert, dass das eben auch ein Leben sein könnte im Alter. Genau.
Wir haben einige sehr sicherheitsbewusste Menschen auch auf der Reise kennengelernt. Die haben das ganz anders tituliert, beziehungsweise haben sich da andere Pläne im Kopf zurechtgelegt. Die haben sich ein sogenanntes altersgerechtes Wohnen gekauft und haben gesagt, okay, solange wir noch unterwegs sein können, ist es so, dass das einfach als Kapitalanlage gilt. Und es bedeutet, wir bekommen die monatlichen Mieteinnahmen, wo der ältere Mensch, der jetzt gerade da drin wohnt, darüber wird Geld bezogen. 1000 Euro Miete. Oder weiß der Geier. Und von dem lebt man halt einfach. Ja. Und dann war es doch ganz oft so, dass die ja, wenn die langsam gereist sind, also beim langsamen Reisen mit dem Wohnwagen jetzt, wenn man so das arithmetische Mittel von den älteren Herrschaften nimmt, was sie uns immer so erzählt haben, je nachdem, ob es Luxi-Camper waren oder eher Spartanere mit Haushaltsbuch, so wie man halt früher als Frau das gemacht gehabt hat, war so zwischen 1000 Euro und 1450 ungefähr. Ich meine, klar, jetzt mit der Inflation müsste ein bisschen anders, aber müsste halt selber ein bisschen nachrechnen, ne? Wie viel Inflation ist da? Und lebt er jetzt in Deutschland oder lebt er in einem anderen Land, wo es nicht ganz so grauenhaft ist, dann kann man ja das sehen. Ja. Ne? Ja. Weil momentan muss man ja einfach sagen, die Deutschen tun ja alles dafür, dass die Inflation steigt. Genau. Ne? Also wir merken es ja auch bei jedem Groschen, den wir haben, wie schön das ist, momentan da was zu sagen. Das stimmt. Aber so jetzt erstmal, also diese Variante, die fand ich halt äußerst sinnvoll. Mhm. Ne? Weil da gab es ja zwei Dinge. Dieses, wenn es mir wirklich nicht mehr gut geht, dann muss ich nicht ins Altersheim gleich rein, sondern ich habe ein altersgerechtes Wohnen und ich kenne diese Wohnung, ich habe die selber ausgesucht, ich kenne diese Gegend und dann kann ich da wieder zurück. Wenn ich nicht zurück möchte, dann vermiete ich das einfach weiter und sage zum Beispiel, boah, ich war lange Zeit jetzt in Frankreich, da gibt es die schönsten und besten Altersheime bzw. altersgerechten Wohnsituationen, dann bleibe ich doch da. Boah, ist das ein Wahnsinn, wie dieses Eis wegschmilzt auf zwei Tage. Ich muss ja auch sagen, ich verrecke ja auch fast. Gestern haben wir hier noch einen, warte mal, ich nehme mal, halt mal. Also gestern war hier noch eine riesengroße Eisscholle. Eigentlich war es noch komplett zugefroren. Und da war unten ein Eulenvogel oder eine Rabenkrähe. Das konnte man immer genauso erkennen. Und die ist im Eis eingeschlossen gewesen. Aha, okay. Und die schwimmt wahrscheinlich da vorne jetzt. Wahrscheinlich schwimmt die da vorne auf dieser Ding. Naja, dann geht's wohl weiter. Ja, dann tauschen wir gleich mal. So. Und das fand ich so immer so als die beste Lösung, zu sagen, ich habe dann immer noch meine freie Entscheidung. Schwitzt du eigentlich auch so dermaßen? Ja, ist schon ordentlich warm jetzt. Ist ein bisschen warm jetzt gerade, ja. Ja, apropos Wärme. Wo haben wir denn die meisten Rentnerschwämme getroffen? Ja, am Nordkap. Nein, Quatsch. Wobei es interessant ist, dass sehr, sehr viele auch wirklich in den Norden ziehen. Wir haben ja jetzt hier in Schweden auch einige getroffen. Ja, stimmt, das ist so die zweite Art, die hat jetzt mit der Weltreise an sich wenig zu tun, aber dass im Alter die Leute einfach irgendwo hinziehen, wo es ihnen gefällt. Ja. Also natürlich nicht mehr Deutschland. Also da, wo sie es halt als schön empfinden, Neuseeland, das skandinavische Bereich, Finnland, Norwegen, Schweden, dann zum Beispiel auch Weinliebhaber ziehen ultra gerne nach Frankreich. Ja, ja. Ja. Spanien, Portugal, Italien liegt ja super hoch im Kurs bei den älteren Herrschaften. Ein bisschen weniger die Türkei. Ja, inzwischen vor allem auch weniger. Ich glaube, eine Zeit lang war die ja sehr, sehr hoch im Kurs auch. Ja, die ganzen Rheuma-Kandidaten, Arthritis, Osteoporose, die haben sich ja da in der Türkei so wohl gefühlt, weil dann die Schmerzen weniger wurden, weil ja diese Winter auch so mild sind. Ja. Das finde ich, das ist schon sehr, sehr eindringlich. Also wo wir da überall unterwegs waren, so die meisten Leute, wo wir getroffen hatten, so beim Überwintern, fand ich. Ja, ja, genau. Beim Überwintern mit Wohnwagen oder dass sie sich da eine
Bude genommen hatten oder in Hotels waren, das war schon wirklich Griechenland, Portugal. Ja. Dann war es Spanien. Spanien, Italien. Italien. Würde ich sagen. Ja. Ja doch, das waren schon die, die und Südfrankreich, da war auch noch, also gerade so Mittelmeerregion, Frankreich. Ah, da ist es aber auch wirklich schön, das muss man echt sagen, und halt kulinarisch. Ja. Im Alter, das ist ja bei uns eigentlich schon von Anfang an gewesen. Der Sex im Alter ist ja oft das Essen. Ja, nehmt das nicht als Beleidigung. Wir haben wahrscheinlich zur Zeit, oder ich und Janine, haben weniger Sex als alle Alte. Als alte, älteren Herrschaften. Weil einfach, wenn der Stress hoch ist, da wächst dir gar nichts mehr. Aber in Form von Essen funktioniert es noch. Vom Essen funktioniert es noch. Und da muss ich sagen, die Kulinariker, die Sternefutterer, die, was man ja dann in Frankreich getroffen hatte, Mann. Absolut, ja. Also das und war Frankreich, finde ich, hat noch einen Vorteil, dass es von der Kultur noch so, also man hat ja so ein bisschen, gerade wenn man jetzt sagt, man ist sehr, sehr lange in einer Kultur, hat man da gelebt und hat sich an die gewöhnt, dann ist ja, wenn man dann irgendwann in eine andere zieht, sind ja immer Sachen, an die man sich ziemlich gewöhnen muss oder wo man sagt, damit komme ich gar nicht zurecht und so. Und klar, die Franzosen sind natürlich schon anders nochmal wieder als die Deutschen, aber die Kulturen sind sich jetzt im Vergleich zu anderen recht ähnlich. Und man kommt, glaube ich, deutlich leichter so in Frankreich zurecht, wenn man in Deutschland gewöhnt ist, als jetzt meinetwegen in Spanien, würde ich sogar schon sagen, oder vielleicht auch in Griechenland. Wo man ein bisschen so die Aussteiger auch getroffen hat, das passt jetzt vielleicht nicht ganz so arg zum Thema. Aha, diese Straße haben sie gesperrt, weil sie zu weich wird. Da oben, weil da gerade die Schneeschmelze natürlich ist oder Spontanschneeschmelze. Ja, die wäre danach noch wirklich weg. Ja. Also apropos, wir befinden uns gerade im Westernorland. Das ist so nördliches Mittelschweden. Nördliches Mittelschweden, genau. Also für alle anderen ist es natürlich absolut Nordschweden. Außer für die Leute, die wirklich im Norden leben. Ja. Beharren wir da drauf. Es ist. Und wie viel haben wir heute? Wir sind jetzt kurz vor Mai. 19, 20. April, sowas in der Richtung. Ja, irgendwie 20. Und, ich habe mich gestern noch mit jemandem unterhalten, der überlegt, eben auch hier nach Schweden auszuwandern. Und der hat ein schönes, wie so eine alte, einen alten Bauernhof, einen verlassenen gefunden, den er gerne kaufen möchte. Und hat dann gefragt, ja, wie ist denn das eigentlich im Verhältnis zu euch? Weil das ist so wirklich am Polarkreis. Und ich dachte, wie viel kann das sein? So 300-400 Kilometer Richtung Norden. Nee, waren gute 600. Also es geht noch weiter nach oben. Es geht noch weiter hoch und es geht natürlich auch kälter, wie immer. Ja. Und das Spannende aber, wo ich nochmal drauf zurück will, das ist, wo wir ja ganz viele Aussteiger getroffen haben im Alter, war ja auch auf die Berghütten in Österreich und in der Schweiz. Ja, das ist richtig. Mit der Schweizerdeutsch. Und da haben sich ja die Leute so dermaßen wohlgefühlt. Absolut. Also diese ganzen. Also klar, da brauchst du ein anderes Geld, definitiv. Also auf Almhütte 24 oder so, sich einfach mal eine Almhütte zu ersteigern. Diesen lustigen Gedanken hatten wir auch mal für eine Auszeit. Aber ja, da muss eine alte Frau lang häkeln. Also das, da hätte man mindestens 38.000 alte Frauen einstellen müssen, dass wir uns das da häkelt hätten. Also wenn ihr natürlich, es gibt ja viele Rentner, die echt ordentlich Asche haben. Wir können auch unser Konto angeben. Das ist überhaupt kein Problem. Also falls ihr unseren sozialen Schwachsinn unterstützen wollt, was wir hier tun, da wie heißt es immer so schön, jede Kröte hilft. Ja. Ne? Man muss ja auch die jungen Menschen ein bisschen unterstützen in ihrem Faulsein. Ne? Nee, wir sind ja eigentlich nicht faul, sonst würden wir nicht jeden Tag 17 Stunden ackern wie die Brauereigeule und hier einfach spazieren gehen. Also, nee, wir arbeiten ja gar nicht so viel. Ja, arbeiten wir jetzt oder nicht? Wir haben eine Kamera dabei, deswegen ist das Arbeit. Ah, deswegen ist das Arbeit. Wären wir ohne Kamera unterwegs, wäre das Faulenzen. Faulenzung. Faulenzung, ja. Ja, ne. Nee, also, man muss schon sagen, wenn man jetzt als jüngerer Mensch sagt, dass man ist Zeit seines Lebens ein Nomade, das, was wir sind,
dann muss es einem einfach bewusst sein, dass man mehr erschaffen darf. Mhm. Ich würde nicht sagen arbeiten. Arbeiten, ich empfinde das nicht als Arbeit, aber als Erschaffen. Mhm. Also wenn sich da andere Leute damit messen wollen, finde ich das immer relativ lustig. Also was wir da aus dem Boden rausrampfen, das ist ja Wahnsinn. Und da fand ich aber schon nochmal diesen Grundgedanken, den was ja, also was glaube ich so einen in der Rente auch abhält, aber auch als jungen Menschen, ist dieses, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Mhm, ja. Ja, ey, verdammter Scheiß. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für ein geiles Leben? Ja, wann soll er denn sonst sein? Außer jetzt. Ich meine, jetzt habt ihr schon bis zur Rente dahingesiecht in dieser Stressmühle. Mhm. Und ab wann darf man dann einsehen, dass man jetzt Spaß haben darf? Ja, ist ich so wahr. Ich finde diesen Spruch so cool. 5 Minuten vor deinem Tod ist es immer noch früh genug, um dein Leben zu ändern. Ja. Wenn du sagst, du hast gerade Bock drauf, dann mach das. Und wenn du nach Gründen suchst, warum jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, egal wie günstig der Zeitpunkt ist, es wird immer etwas geben. Ja. Also wenn man das sucht, dann wird man was finden. Und die einzige Möglichkeit, um zu starten, ist zu sagen, alles klar, starten wir. Wenn du sagst, du findest ein Haar in der Suppe, und dann sagst du, ich kann die Suppe nicht essen, dann wirst du halt verhungern. Ja. Aber das nennt man dann auch Blödheit. Oder du nimmst dieses blöde Haar da raus aus der Suppe, legst es auf die Seite und futterst die Suppe und bist gesättigt. Mhm. Und das finde ich, das hat so viel. Ich weiß, das ist wieder so ein typischer Glückskeksspruch. Ja. Aber wir erzählen einfach so gerne Glückskeksprüche, weil das macht die Leute immer total zierert. Ja. Wird man jetzt in Bayern sagen. Narrisch auf Bayerisch. Immer noch Bayerisch. Aber was heißt narrisch übersetzt? Verrückt, glaube ich, oder? Ja, das macht oder die wahnsinnig. Leute verrückt, wahnsinnig, glaube ich, ja. Ja, eigentlich versteht mich ja eh keiner, wenn ich hier rede. Warum rede ich überhaupt? Ja, naja, ist ja Bayern okay. Ist ja das größte Bundesland, also da würde ich schon niemand verstehen. 3 Menschen werden mich schon verstehen. Nee, und das finde ich wirklich, weil wir sind so damit betraut, Angstpicker zu sein und zu sagen, ja, aber vielleicht reicht's nicht aus. Vielleicht überfällt uns irgendjemand. Ja, daheim kann dich auch jemand überfallen. Du kannst daheim auch einen Herzinfarkt kriegen. Und vielleicht ist es an der Riviera schöner, einen Herzinfarkt zu kriegen als zu Hause. Vielleicht hast du bessere Aussicht. Ich fand es so großartig, die Rentner, die wir damals getroffen haben in der Türkei. In diesem Hotel, wo wir mal für einen Monat überwintert haben, um an einem Buch zu schreiben. Und da war ja so ein Wellnessbereich unten drin, also mit Sauna und allem drum und dran. Man konnte sich da tägliche Massagen verpassen lassen, alles Mögliche. Und da waren eben auch sehr, sehr viele Rentner. Das war ein ganz tolles Angebot, weil das Hotel eben vom Staat gefördert wurde, damit es nicht den Winter über zumacht, konnte man da sehr günstig... Der Grünspecht schreibt, ja. Konnte man da sehr günstig für sehr lange Zeit überwintern. Und das wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Und da waren einige Rentner dabei, mit denen hatten wir uns auch unterhalten. Die haben gesagt, ja, also mein Arzt hat gesagt, ich darf weder zu viel Hitze abbekommen, noch darf ich fliegen, noch darf ich sowas wie Sauna oder im Meer baden oder sowas machen, weil mein Herz hält das eigentlich nicht aus. Aber ich denke mir, scheiß drauf, hier ist es schöner, wenn ich schon drauf gehe, dann wenn ich dann den Löffel abgebe, dann will ich es mit einer schönen Aussicht. Und von denen, die wir da getroffen haben, da ist es immer gut gegangen. Aber wir haben uns auch mal mit dem Saunaaufgießer unterhalten für längere Zeit. Und er meinte, das kam schon immer mal wieder vor, dass der ein oder andere in die Sauna gegangen ist und rausgetragen wurde. In so einer schwarzen Plastiktüte. In so einer schwarzen Plastiktüte, weil er es einfach nicht gepackt hat. Und er sagt, also mal klar, es ist irgendwie komisch. Ne? Also jetzt auch vom ersten Mal, wo ich das erlebt habe, war ich erstmal schockiert und habe gedacht, oh mein Gott, und hast du den jetzt aus Versehen umgebracht hier? Hättest du den Saunaaufguss nicht so hart gemacht? Ja. Und mit der Zeit hat er dann aber gemerkt, also erstens, wie die Leute drüber sprechen und dass ja auch die, also er hat nie jemanden da gehabt, der mit einem verbissenen oder unglücklichen Gesicht gestorben ist. Die Leute sind einfach dann irgendwie entspannt eingeschlafen oder also aus dem Leben getreten. Der eine ältere Herr, also der war ja wirklich ein sehr, sehr alter Herr, der da in der Sauna verstorben ist, wo wir mit drin saßen. Und
der ist ja mit einem Lächeln eingeschlafen. Ja, ja. Der war ja einfach dann... Hallo. Hallo. Ich glaube, das ist ein bisschen zu lang für Sie. Nee, der schläft nicht, der ist tot. Ja. Und wenn du so einschlafen darfst, ich weiß nicht, ob das nicht ein Segen ist. Hm. Weil, ich meine, der hat noch einen, guten Aufguss von uns mitgekriegt. Ja. Also von daher gesehen, und da macht man sich natürlich Gedanken, hat man den jetzt umgebracht oder nicht. Aber natürlich hat man ihn nicht umgebracht, sondern er ist halt einfach eingeschlafen. Ja. Und er darf ja einschlafen. Absolut. Jeder hat ja, wenn die Lebenszeit tick-tack abgelaufen ist, dann ist sie halt abgelaufen. Ich finde, wir haben ja eh ein sehr, sehr merkwürdiges Verhältnis zum Tod. Und ich finde, wenn man das so mal in den Naturvölkern sich anschaut, bei den Aborigines zum Beispiel ist es ja so, dass die sagen, jeder hat so seine Lebensaufgabe und man geht nicht von dieser Erde, wenn der Körper kaputt ist und man einfach abbricht, weil das ist jetzt gerade vorbei, sondern man geht, wenn man sagt, also ich habe das, weswegen ich hier war, habe ich erledigt. Und dann ist es ja so, dass die in der Regel, also da, wo sie noch wirklich traditionell leben, dann wie so eine Art Abschiedsparty feiern. Ja, wie auf so einen Elefantenfriedhof. Genau, gehen dann, und dann an einen Platz gehen und so eine Art Meditation machen, wo sie dann einfach irgendwann bewusst mit dem Atmen aufhören und dann in das nächste Kapitel übergehen. Ich fand, wo ich diese Dokumentation über die Aborigines gestaltet hatte und dann diese Rituale, also die, was jetzt natürlich wirklich sehr, sehr selten sind, aber allein das zu hören, so ich beschließe, dass ich jetzt bereit bin für die nächste Lebensaufgabe, die alte Lebensaufgabe habe ich erfüllt und es geht dann weiter. Mhm. Das hat mich echt bewegt. Absolut, ja. Weil das ist schon anders, als wenn du sagst, du kriegst einen Herzinfarkt, weil dich der Polizist an der Ampel so aufregt. Mhm. Ne? Also, das, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Das ist ein anderes Gefühl, also würde ich wirklich sagen. Und es gibt natürlich immer wieder viele Gründe, warum man jetzt nicht losgeht. Die Hüfte zieht, man hat Arthritis, man hat mit dem Insulin, ich bin Diabetiker, wo kriege ich denn das her und. Es gibt immer eine Lösung. Wo ein Problem ist, gibt es auch eine Lösung. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, diese eine AIDA-Fahrt, die jetzt als letztes beworben wurde für 65.000 Euro mit einer Innenkabine für ein Jahr, da ist ein eigenes Krankenhaus an Bord. Ja. Also selbst wenn ich fast gar nichts mehr kann, außer dass mich mein Partner irgendwie hin und her schiebt oder ich irgendwie eine Begleitperson brauche, ja, irgendwo gibt es immer eine Lösung. Ne? Das stimmt, ja. Und wir haben ja zum Beispiel, oder du hattest damals ja auf dem Jakobsweg auch die eine Dame getroffen, ich glaube, die war aus der Schweiz, die noch mit 0,2 km/h oder so überhaupt gehen konnte und den Jakobsweg gegangen ist. Ne? Und ich finde auch, also die ist aus der Psychiatrie raus, weil sie gesagt hat, hier werden sie mich töten. Ich werde definitiv nicht gesund werden. Und dann ihr bin ich dann begegnet und dachte mir, warum steht denn die da in der Gegend rum? Dabei ist die gelaufen mit zwei Stecken. Und dann habe ich mich mal versucht, ich bin eher so ein stressigerer Kandidat, der nicht so, ja, so langsam tun kann. Und für mich war das wie Zen-Buddhismus, mit ihr da für 3 Stunden mitzugehen, währenddessen ich wusste, dann werde ich keinen Schlafplatz haben am Abend, bei einer steinzeitlichen Tour einen Tag nichts zum Essen zu haben, wo du eh schon ausgezehrt bist mit 13 Kilo. Und trotzdem war es mir wichtig, da mitzugehen und es mitzuerleben und ihr auch da zu helfen, dass sie auch wieder, ja, stärker werden kann, weil es halt einfach auch irgendwo mein Auftrag ist. Aber das hat schon gezogen. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo man diese Frau kennengelernt hatte, oder die eine Person, die weder noch einen Magen noch einen Darm hatte. Stimmt, ja. Und die dann gesagt hat, okay, die Ärzte sagen, ich sterbe eh, dann gehe ich jetzt zu diesem Menschen, der bringt mir Lichtnahrung bei. Mhm. Und dass die halt wirklich noch einige Jahre, es ist halt unfassbar, noch wandern konnte. Mhm, ja. Ne? Also sie hat sich ja dann immer wieder bei uns gemeldet. Also wir hatten ja da einige, also ja, an sich war die ja schon
Endstation. Absolut, ja. Oder der eine Mann auch, finde ich, der so arge Rückenprobleme hatte, dass er sich gar nicht mehr bewegen konnte. Und der hat sich dann ja wie so eine Art Geschirr gebaut, also wie so eine Art Hüftgurt, wo er seinen Hund eingespannt hat. Und der hat ihn dann zum Gassi gehen quasi hinter sich hergezogen. Und unter Schmerzen, wo er gesagt hat, das ist kaum aushaltbar, hat er am Anfang eine Runde ums Haus geschafft. Ne? Ja, also er hatte den Knochenaufbau, also die Osteolyse, das, was ja die Schulmedizin auf jeden Fall anders sieht. Er hat, also damals, dieser Mann hat es aber anders gesehen und hat gesagt, okay, das ist jetzt die Entzündung, da wird mein Knochen aufgebaut. Er hat auch recht behalten, Er ist wieder komplett gesund geworden. Das bedeutet, er hat seiner Intuition vertraut und ist deswegen gesund geworden. Mhm. Und der Hund war halt wirklich der beste Therapeut. Also ja. Er war halt einfach der absolute Burner. Ihm war das, glaube ich, so scheißegal, wie der glitten hat. Ja. Er hat einfach gesagt, ich will jetzt Gassi gehen, ich schleife dich hinterher. Und wenn du dich auf den Boden legst, dann raspel ich dich einfach über diesen Asphalt. Das war ein mördergroßer Hund, ein sibirischer Wolfshund. Ja, und der hat dann beschlossen, du wirst wieder gesund. Mhm. Und ich ziehe dich einfach so lange hinterher, bis es wieder wird. Und wir haben da sehr, sehr emotionale Dinge erleben dürfen an Rentnern, also die dem Tode geweiht waren, was die Schulmedizin offeriert hatte. Also bei Pankreaskrebs, du hast noch 2 Wochen oder 4 Wochen zu leben oder 6 Wochen, dann Lungenmetastasen. Also sie werden jetzt in ein paar Tagen sterben. Mhm. Und das Spannende war, dass man die dann auf Korsika oder Sardinien... Oder auf Neuseeland hast du doch auch, glaube ich, die eine Dame getroffen. Auf Neuseeland habe ich die eine Dame auch getroffen. Die haben sich dann dazu entschlossen gehabt, das war sehr, sehr heftig. Also eigentlich, sie muss jetzt in den nächsten Wochen sterben. Und dann hat der Mann beschlossen und hat gesagt, okay, jetzt wird alles verkauft. Das macht der Bruder. Und mit dem Geld, was sie schon haben, gehen sie los und beschäftigen sich jeden Tag nur noch mit den Dingen, die ihnen wirklich Freude bereiten. Und das Spannende war, dass die mich dann 11 Jahre später auf einer Expedition in Neuseeland, wo ich in eine noch nicht befahrene Höhle rein wollte. Oh, ich darf das Mikro, glaube ich, nicht ganz so arg verdecken, nee, nicht, auch wenn es jetzt ein bisschen kühl ist. Wo die mich dann eingeladen haben und wo sie mir das erzählt haben. Mhm. Da habe ich mir auch gedacht, boah, jede Zelle hört mit. Ja. Wenn deine Zelle einfach die Vögel hört, wie sie fröhlich singen, oder wenn du diese geile Erde bestaunen darfst und du Essen isst, das dich geil macht, und du schöne Dinge mit jemandem erlebst, den du liebst, was kann es denn Heilsameres geben? Ja. Irgendwie, also. Und die meisten, also man muss das ja wirklich sagen, ist klar, es mag andere Beispiele auch geben, aber von den meisten Rentnern, die wir als Weltreisende also unterwegs getroffen haben, egal ob die mit dem Expeditionsmobil, mit dem Fahrrad, mit dem eigenen Camper oder auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs waren, die haben ja alle gesagt, wenn ich so fit, wie ich jetzt bin, mit 50 oder 5 oder 60 oder so gewesen wäre. Ja. Boah, wäre das gut gewesen. Das ist schon auch, ich meine, klar hatten wir auch Leute, die dann halt einfach los sind und dann halt weiter geraucht haben wie ein Schlot. Mhm. Sich jeden Abend 6, 7, 8, 9, 10 Bier reingepfiffen haben. Ja, dass das denen nicht gut getan hat, das ist scheißegal, wo du bist. Ja, ja, klar. Ne? Die Laster. Die wirken natürlich noch immer. Beweg dich nie wieder. Ich weiß noch den einen Kifferoper, der sich jeden Tag 12 bis 14 Bongs reingezogen hat. In Spanien meinst du das? Ja. Ja. Ja, ich meine, was ist ja egal, ob du jetzt auf Honolulu sitzt oder nicht. Mhm. Du zerstörst einfach deinen Körper mit Gewalt. Ja, ja, klar. Also wie willst du denn besser werden? Und trotzdem, auch da muss man sagen, man weiß nicht, klar, ob das war das jetzt insgesamt sehr negativ, aber man weiß nicht, ob es nicht noch schlimmer gewesen wäre. Wenn er diese Freude nicht empfunden hätte. Ja. Ja.
Das weiß man nicht. Ich meine, klar wäre es mal total interessant, in einer Doppelblindstudie mit Gold Review rauszufinden, ist ein stressiger Scheißleben zu Hause besser für die Gesundheit als ein Leben mit Abenteuer und Spaß? Mhm. Und lebt man deswegen länger? Wobei, sowas gibt's ja. Mhm. Sowas gibt's ja indirekt, weil wir haben ja gewisse Berufszweige. Stimmt, ja. Wo man ja sieht, wie jetzt zum Beispiel, dass eine Klosterschwester, auch wenn die als Kind da reingesperrt wurden, leben die trotzdem im Schnitt 13, und ein paar zerquetschte Jahre länger als die Durchschnittsfrau. Ja. Nur weil sie Ruhe und Stille erfährt. Das stimmt, ja. Obwohl sie da mit 14 abgegeben wurde von der Familie, weil nicht genügend Nahrung da war. Mhm. Ne? Und selbst diejenigen, die in der Klausur gelebt haben, Klausur bedeutet, man darf halt das Kloster nicht verlassen und halt auch so mit anderen Leuten nicht so Kontakt haben. Und das finde ich halt schon echt krass, dass es dann halt trotzdem auf die Art und Weise wirkt. Mhm. Oder Künstler, was wir Künstler getroffen haben und wie alt die alle waren. Ich fand zum Beispiel auch Musiker. Stimmt, ja. Das war ja immer so zwischen 8 und 11 Jahre, wo die älter wurden. Ja. Beschäftige mich mit Dingen, die dich im Herz erquicken. Und du wirst plötzlich alt. Mhm. Ich meine, das können wir ja sogar an den Sterbestatistiken sehen, aber es interessiert halt keinen. Zu den Klosterschwestern fällt mir auch gerade noch eine ganz spannende Begegnung ein, die wir in Polen damals hatten. Da waren wir ja einmal in einem Priesteraltenheim, sind wir eingeladen worden zum Übernachten. Und dort wurden die Altpfarrern, die eben ihr ganzes Leben als Pfarrer gearbeitet haben, und als Pfarrer haben sie natürlich auch viel Stress erlebt. Also vor allem heute ist es ja nicht mehr so, dass du einfach deine Messen hältst und ein bisschen predigst, sondern du bist ja Verwalter für die kirchlichen Kindergärten, fürs Krankenhaus, für alles Mögliche. Wald. Genau. Und die sind halt wirklich permanent im Stress. Das ist fast nicht möglich heute, ne? Nö, fast nicht. Nö. Und wo die dann in Rente kamen, dann waren die da eben in dem Altenheim und wurden gepflegt. Und die wurden dort von Schwestern gepflegt. Und die Pflegerinnen waren im Schnitt 80 bis 90 Jahre alt, ja. Die Pfarrer so um die 70. Und daran hat man schon mal gemerkt, was macht einen Stress? Weil der hatte ja auch eine christliche Ausrichtung, beziehungsweise eine gläubige Ausrichtung, wo man jetzt sagen könnte, das macht was aus. Ja. Aber rein pragmatisch war es einfach so, die Schwestern waren mit diesem Stress nicht betraut. Mhm. Und dadurch war es... Ich meine, das ist jetzt auch nicht mehr so, weil jetzt müssen sie ja den Kommunionsunterricht leiten. Ja, ja, klar. Und sind mit den ganzen Balken unterwegs. Und da reißen sie sich, da haben sie ja immer schon Angst. Wurden jetzt auch abkommandiert. Aber ja. Das war trotzdem spannend, dass du sagst, also diejenigen, die sind jetzt noch mal 20 Jahre älter im Schnitt. Und denen geht es wirklich gut. Also die haben ja zum Teil die auch nicht ganz leichten, viele hatten ja auch Übergewicht. Die haben die ja dann auch in Rollstühle reingewuchtet oder... solche Sachen. Ja, aber es ist schon faszinierend. Absolut, also, man erkennt ja, das macht was mit dem Körper. Mhm. Ne? Wir merken ja jetzt auch gerade, wo wir dieses Expeditionsmobil ausbauen, es macht was mit unserem Körper. Und ich finde unserem Geist. Jetzt merkt man ja auch das, was die Reise selber nochmal mit einem gemacht hat, auch deutlich mehr. Dadurch, dass wir ja so langsam unterwegs waren, hat man sich ja immer an alles sofort gewöhnt. Ja, ja, alles wurde besser, man hat sich dran gewöhnt. Man hat es deswegen auch kaum wahrgenommen. Man hat ja nicht irgendwie gedacht, boah, krass, ich kann jetzt eine ganze Nacht am Computer stehen und an der Homepage arbeiten, ohne ein einziges Mal Rückenschmerzen zu bekommen. Das hat man ja einfach so angenommen, das war halt so. Ja, und jetzt muss man sagen, jetzt ist man mit der Stressgesellschaft wieder konfrontiert und plötzlich kommen alle Schmerzen wieder zurück. Ja. Ne? Und das darf man auch nicht unterschätzen. Mhm. Also von daher gesehen, ein gesundes Leben beginnt ja in dem stressfreien Raum. Ja. Und wenn du jetzt mal sagst, daheim bei der Familie, da geht jetzt alles drunter und drüber. Mhm. Ne, also ohne Ende. Ja, und ihr seid gerade auf Mauritius. Ja. Dann mag das schon so sein, aber es belastet euch halt einfach nicht so arg, als wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Hinterhugel-Hapfing wärt. Ja. Ne, also daheim. Ne? Und also es gibt wenig Gründe, auch finanzielle Gründe gibt es eigentlich nicht,
Weil das Leben zu Hause kostet genauso viel wie das Leben unterwegs. Und ich finde, als Rentner hat man einfach einen so dermaßen entscheidenden Vorteil gegenüber allen anderen. Ja. Weil wenn du sagst, also Reisen und sesshaft sein, wäre jetzt oder ist jetzt ungefähr von dem Kosten, was man monatlich hat, ist es vergleichbar. Ja. Das heißt, das, was die Menschen vom Reisen abhält, die keine Rentner sind, ist ja nicht, dass sie sich das nicht leisten können eigentlich, sondern es ist, dass sie, weil sie unterwegs sind, oft kein neues Geld reinkriegen. Ja. Also weil sie jetzt zum Beispiel von unterwegs aus nicht arbeiten können. Und wenn du sagst, dein Geld kommt rein aufgrund der Rente, egal ob du zu Hause bist oder auf Reisen, ja, dann fällt dieser Faktor einfach weg und du kannst diese Existenzangst fällt komplett weg. Genau, du kannst ganz entspannt unterwegs sein. Das ist ja das Problem, weswegen viele andere Reisende dann ja sich zum Teil unter der Reise noch mehr Stress machen als zu Hause. Oh Gott, ich habe nicht mehr genügend Geld, ich muss in diesem Monat das und das noch erwirtschaften, ansonsten gehe ich drauf. Ja, oder noch schlimmer, ich muss zurück. Ja, oh Gott, ich muss wieder in den Stress. Ja. Okay, aber ich stress mich ja jetzt schon. Ja. Ah, scheiße. Ne, also, das ist halt kacke. Also genießt den Vorteil, mhm, in meinen Augen, den ihr habt. Wenn ihr Bock habt auf Reisen, dann reist. Ja, würde ich auch sagen. Und es gibt ja so dieses Thema, ja, aber daheim ist daheim. Mhm. Also daheim ist daheim. Und irgendwo, ich bin ja so ein alter Baum und ich habe so tiefe Wurzeln und. Ganz ehrlich, wir haben viele verwurzelte Menschen getroffen. Mhm. Und jeder einzelne von denen hatte aber trotzdem das Gefühl, dass es besser war, aufgebrochen zu sein. Ja, schon. Und vielleicht sollte man sich einfach mal für ein Vierteljahr prüfen, ob man das nicht vielleicht doch einfach möchte. Weil wer etwas prüft, der kann dann, ist ja egal, was rauskommt. Ja. Ihr könnt ja nachher dann auch herausgefunden haben, ach so, das ist ja gar nichts für mich. Und wenn ihr nur mit mehr Frieden dann einfach zu Hause seid, weil ihr sagt, ach, ich habe eigentlich gesehen, was ich sehen wollte und ich bin jetzt hier und ich kann einfach auch guten Gewissens hier sein, ohne das Gefühl zu haben, was verpasst zu haben. Ist ja genauso gut. Dann ist es genauso gut. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne läuten wir den Feierabend ein. Nein, ja. Schmarrn, wir fangen jetzt an, wieder an diesem schönen, herrlichen, rosanen Objekt, was ihr hinter uns seht. Wir mögen Pink, in unser mobiles Haus wieder Zeit zu investieren. Man merkt schon, wir strahlen über die ganzen Köpfe. Lasst es euch gut gehen. Nehmt es als Inspiration. Yep. Vielleicht wird es was. Wenn ihr etwas zu unserer Reise lesen wollt, da gibt es das Buch. Das ist ein systemkritisches Buch, muss man gleich mal mit dazu sagen. Mhm. Lieber zu Fuß um die Welt, als mit dem Mercedes zur Arbeit. Und ansonsten, lasst es euch gut gehen. Baba. Ciao.